Mein Name ist Rolf Herz. Ich bin Professor im Bereich Energie- und Gebäudetechnik an der Hochschule München. Inzwischen seit über 30 Jahren. Meine Fachgebiete sind hauptsächlich alles, was unter Druck steht. Also Druckkomponenten, Rohrleitungen, Druckbehälter, Apparate, aber auch zum Beispiel die Strömung in Rohrleitungen. Außerdem bin ich bei uns der Fachstudienberater zurzeit, seit einigen Jahren, und Auslandsbeauftragter für unsere Kooperationen, die meisten unserer Kooperationen, vor allem die in Europa und auch USA. Angefangen hat es damit, dass ich meine Diplomarbeit selbst schon in den USA gemacht habe. Ich habe an der TU München studiert, aber die Diplomarbeit ganz am Ende vom Studium, 6 Monate lang, dafür war ich in Santa Barbara in Kalifornien. Und das war so eine einschneidende Erfahrung, positive Erfahrung auch, dass ich, seitdem ich an der Hochschule bin, auch immer das Ziel hatte, das hier auch zu vertiefen. Vor 30 Jahren war diese Hochschule ja noch was ganz anderes. Ja, da war das noch lange nicht so groß und gut ausgestattet und auch international vernetzt wie heute. Ich habe dann auch mal ein Praxissemester in den USA gemacht, 1995. Und da haben mir meine Kollegen in dem Ingenieurbüro eine besonders gute Hochschule für technische Fächer empfohlen in San Luis Obispo, Kalifornien. Und dann bin ich dahin und habe mit denen geredet, ob wir nicht eine Kooperation machen. Hatte Glück, der Dekan dort, der kannte Deutschland und hat Deutschland auch gefallen. Der war Ägypter, gebürtiger Ägypter. Das heißt, der war dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Zu der Zeit war das auch noch nicht so üblich. Das ist heute alles viel üblicher und wird ja auch gefördert. Damals war das eher noch so exotisch. Und dann hat er aber auch gleich gesagt, also, aber wenn ihr deutsche Vorlesungen habt, dann könnt ihr das vergessen. Also unsere Leute werden nicht Deutschland und deshalb. Und dann war das praktisch gleichzeitig der Aufbau dieser Kooperation mit Cal Poly, so heißt diese Hochschule, California Polytechnic State University, und der Einführung dieser englischsprachigen Vorlesungen. Das war also Ende der 90er Jahre und so lange läuft dieses Programm schon erfolgreich. Wir könnten viele unserer internationalen Kooperationen nicht füttern, wenn wir diese Vorlesungen nicht hätten. Also es kommt darauf an, was man später machen will, ein bisschen. Bei unserem Studiengang speziell, der ist zum Teil sehr regional verwurzelt. Also viele unserer Absolventen arbeiten dann in Ingenieurbüros oder Firmen, die halt im Umland von München oder Bayern sind. Die kommen dann relativ wenig mit internationalen Herausforderungen in Kontakt. Für die ist es nice to have, so wie Sie gesagt haben. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die in großen Firmen arbeiten und da geht es dann ganz schnell. Plötzlich ist ein Projekt in Dubai und dann sitzt man den Partnern gegenüber, die nur Englisch sprechen. Also das ist jetzt der sprachliche Aspekt und der andere Aspekt, dass man natürlich auch mal über eine Zeit sich mit einer anderen Kultur ganz direkt auseinandersetzt, dafür offen wird, auch die Fallstricke kennenlernt und sich dann halt auf so einem internationalen Parkett einfach besser bewegen kann. Also für viele ist es, also je nachdem, was man vorhat, ist es auch eine notwendige Voraussetzung, würde ich sagen.